Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Risen 3 mit Paxis. Wir haben das letzte Mal gegen Henrik gewonnen. Überragend, überragend im Arm drücken. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit ihm. Wir müssen uns noch unterhalten und kaufen und verkaufen können wir bei ihm, glaube ich, auch. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. So. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Sicherer als die Bauernhöfe ist sie auf jeden Fall. Aber wahren Schutz bekommst du nur, wenn du bereit bist, für das zu sterben, was du liebst. Kämpfe rücksichtslos und der Sieg gehört dir. Danke für die Tipps. Klingt nach einer Bauernweisheit. Den Spruch merke ich mir. Den Spruch merke ich mir. Tu das. Ich hab ihn von meinem alten Herrn. Ich höre ihn noch heute. Junge! Nicht der Stahl macht dich zum Mann, sondern dein Herz. Aber genug davon. Du hast sicher noch was vor. Ja, mit den restlichen Dingen hier in Einklang kommen. Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Komm schon, das kann nicht alles sein. Du redest nicht gerne deine Vergangenheit, oder? Komm schon, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ist es auch nicht. Aber jeder von uns hat seine Leichen im Keller und ich will, dass sie da bleiben. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Was hat er denn für Probleme, verdammt? Erst Arm drücken gegen mich, dann verliert er schon, heult dann aber rum, weil ich zu viel Geld gewonnen habe. Und jetzt will er sich mit mir kloppen. Komischer Mensch. Was kannst du mir beibringen? Nun mal langsam. So schnell teile ich mein Wissen nicht. Die Lehrstunde musst du dir erstmal verdienen. Du weißt ja, was du zu tun hast. Ich muss ihn also quasi verkloppen und gewinnen, um dann quasi was von ihm zu lernen. Das heißt, obwohl ich dann besser bin und gegen ihn gewonnen habe, bringt er mir noch was bei. Aha. Ja, machen wir einfach mal. Bereit für einen Schlagabtausch? Gestern schon. Also zieh deine Waffe und zeig, was du drauf hast. Ist auch geil, dass man es halt immer mit der Waffe macht. So. Los doch! Ich weiß halt nicht, ob ich meine Pistole jetzt einsetzen darf, aber ich denke halt fast nicht. Deswegen werde ich das mal lassen. Okay, wenn er zaubern darf, dann darf ich auch meine Pistole einsetzen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Oh nein! Ich habe verloren! Ich bin so dumm! Wie kann ich denn gegen den verlieren? Das war doch eigentlich total leicht! Ach fuck, aber wenigstens stirbt man da nicht. Da steht man gleich wieder auf. Ja, peinlich. Und wir haben Bones nicht mit, der uns heilt. Aber okay, wir machen das einfach nochmal und dann machen wir ihn mit unserer Pistole platt. Das sollte ja kein Problem sein. Wir reden aber erstmal mit ihm weiter, damit wir unsere Energie erfüllen. Okay, aus den Latschen kippen kannst du schon mal. Lektion 2 wäre, das Gleiche bei mir zu schaffen. Wenn du einen Rückkampf willst, sag Bescheid. Diesmal schaffe ich dich. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Zauberformel? Versuch's bei Berg. Ich bin der Falsche für so einen Hokuspokus. Er glaubt aber, dass einer von euch die Formel hat. Ach. Dann soll er herkommen und es mir selber ins Gesicht sagen. Ich bin doch schon da. Das Ding kann sprechen. Wahnsinn. Ja, ja, hast du nicht gehört? Ich bin es, Burke. Sag mal, wo hast du den Knochenhaufen aufgegabelt? Ich kauf ihn dir ab. Ach, lass uns weitersuchen. Bei ihm finden wir die Zauberformel nie. Hey, sag deinem neuen Freund, er soll mal ein bisschen auf die Ernährung achten. Hat ja kaum Fleisch auf den Knochen. Ein Idiot, ey. Arm drücken. Ja, dann gucken wir uns erstmal an, was er verkaufen kann. Wir verkaufen erstmal was, weil ich glaube, wir haben viel zu viel Müll. Wie zum Beispiel Krabbenstecher. Schattenklinge ist echt geil, die macht gut Gold. Flinte, Piratenbüchse, Doppelbüchse. Ja, brauchen wir alles. Armbrust. Oh, die ist 300 wert. Krass, aber halten wir auch mal. Glücksbringer, kritischer Treffer 5, Kugelsicher 5, Alchemie 10, brauchen wir nicht. Schmuck
des Kriegers. Einschüchtern plus 5, Voodoo-Magie 10, Alchemie 10. Ja, mich hat jemand hingewiesen in den Kommentaren, wenn mir mal 5 Punkte bei Einschüchtern fehlen oder sowas bei einem Typ, dann könnte ich es ja auch über einen Schmuck machen, deswegen werde ich das mal behalten, mit dem Einschüchtern plus 5. Kristallring brauchen wir nicht, da wir sowieso nicht auf Magie gehen. Trank der Magie, du spürst förmlich wie die Magie, verbrauchst Gegenstand Kristall, Runen und Voodoo-Magie brauche ich auch nicht. Von anderen Tränken hilft dir dich zu konzentrieren, Alchemie und Astralsicht. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht. Schnaps des Alchemisten hilft dir nützliche Pflanzen zu finden, brauche ich auch nicht. So, Muschel, Muschel, Muschel. Wir akzeptieren erstmal den Handel und dann machen wir erstmal die Muscheln auf, bevor wir diese verkaufen. Oh, 30 Stück haben wir da schon. So. Aus 30 Muscheln wurden 6 Perlen und ich hoffe mal auch noch irgendwie eine fette, große Megaperle, wobei ich da jetzt gerade keine sehe. Egal. Was kannst du verkaufen? Okay, dann verkaufen wir mal weiter, zum Beispiel unsere ganzen Perlen. Wo sind sie? Wie gesagt, das Erz behalte ich mal. 15, 6 Stück, okay, Pokal, Silberbecher, Silberteller, Schatulle, Jagdhorn, Kerzenhalter, 3x Büste, goldene Schale, magischer Kristall. Ist auch fast nichts wert, den behalten wir mal, genau wie Jadestein. Zunge, Tatze. Ich glaube, den Rest brauchen wir alles. Also bisher ist noch kein einziger Dietrich kaputt gegangen, aber ich behalte ihn trotzdem mal. So. Handel akzeptieren. Ich wollte noch schauen, was er anzubieten hat. Jetzt haben wir schon 1400 wieder, ganz gut. Okay, er hat... geil. Oder wir verkaufen die Schattenklinge für 80 und er verkauft sie jetzt für 380. Richtig geil. Nebelstein, Taschendiebstahl 10, Alchemie 5. Hat er auch Sachen, die ich ihm nicht verkauft habe? Er scheint nicht wirklich viel geiles Zeug gehabt zu haben. Krass. Okay. Ja, dann reicht das auch. Und jetzt kloppen wir uns nochmal. Dieses Mal schafft. Meinst du? Also los. Zeig's. Ist eigentlich so gemein mit den Schüssen, so einfach. Freunde schlagen einander, Ruhm 200. Ist echt unfair und gemein mit den Schüssen, ne? Dass er quasi nur ein bisschen zaubert, ansonsten nur zuschlägt, ja, aber direkt weiter trainieren. Ein bisschen handeln geht immer, sagt ein Freund von mir. Das war ein guter Kampf, Respekt. Aber wenn ich mir was gebrochen habe, geht das Bier auf dich. Und, bringst du mir nun was bei? Und, bringst du mir nun was bei? Mit einem Kämpfer, wie du es bist, teile ich gern mein Wissen. So, ich will etwas lernen. Was kann er denn? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Gegenangriff lernen? Ach, brauche ich nicht. Klingentänzer lernen. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deinen Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Klingt ganz gut, aber... Oder brauchen wir sogar Fingerfertigkeit 50? Krass. Ja, ich habe keinen Nahkampf 50. Ist auch nicht so wichtig. Ich will dann mein Geld erstmal investieren, um bei dem anderen Typ zu lernen, wie man weiter die Tiere ausnehmen kann. Deswegen verbrauche ich mein Geld hier definitiv nicht. Ja, wir gehen hier einfach mal rechts lang die Reihe rum, sonst verlaufen wir uns nur, wenn wir hier kreuz und quer laufen. Ist irgendwas drin? Nein. Lagerfeuer. Wir könnten theoretischerweise wieder ein bisschen von unserem Fleisch quasi braten, aber das brauchen wir auch teilweise für Tränke, aber wahrscheinlich werden wir die Tränke eh nicht groß herstellen. Ich glaube, rohes Fleisch brauchen wir fürs Rezept, deswegen können wir rohe Hühnerbeulen auf jeden Fall zu Proviant machen. Oh, ein Runenstein. Heldenmut erhalten. Zielwasser. Oh, stimmt, das war ja ein Quest. Ist das Magie, Zielwasser, oder ist das wieder so ein legendärer Gegenstand?
Ja, ist ein legendärer Gegenstand. Geil, dass er einfach so rumsteht. Nicht schlecht. Und zwar, kritische Treffer plus 10. Nur ein kleiner Schluck vor jedem Kampf. Okay, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. 15.000 Ruhm haben wir auch schon, was auch nicht schlecht ist. Gehen wir mal eins nach oben. Dann wird man euch loben. Ja, man sieht, dass die Zitadelle wirklich schon etwas älter zu sein scheint und ziemlich kaputt. Ah, Wein. Wir speichern mal. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Reden wir mal mit... Ach, das ist doch Bulke, bloß halt sein Körper, oder? Berg! Berg! Verdammt, bin ich wirklich so bescheuert? Wir sollten uns wirklich beeilen. Das ist ja cool. Den müsste ich ja jetzt eigentlich beklauen können, aber okay, machen wir mal nicht. Hier liegt doch was. Ein Fernrohr. Ach, damit kann ich nichts anstellen und es ist nicht wirklich viel wert. Ah, geil, jetzt können wir hier auch klauen. Das ist ja auf Garantie von Berg das Zimmer. Das sollte ihm jetzt ziemlich egal sein, dass ich jetzt quasi das gute Zeug hier, den feinen Stuff quasi mitgehen lasse. Oder es muss ihm egal sein, ich helfe ihm ja auch. Das ist dann quasi... Schädelknarre. Das ist dann quasi schon mal die Vorauszahlung für mein Handeln. Schädelknarre. Schädelknarre, 4 bis 40, Nahkampf, Schrot. Ein furchterregender Anblick, aber... Ja, nehmen wir definitiv nicht. Also, wir nehmen sie mit und verkaufen sie. Altes Wissen. Was? 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 Ha! Geil, dass Bulke quasi... Ich konnte ja nicht ahnen, dass die jetzt hier hochkommen und... Stress machen. Okay, er ist nur bewusstlos und ich glaube, das ist dann ziemlich egal. Runenstein. Ich habe ja auch keine Seele verloren oder sowas. Höllenhund beschwören. Geil, es gibt sogar Beschwörungsmagie. Ich konnte ja nicht ahnen, dass hier jemand hochkommt und mich dabei beobachtet, wie ich Zeug klaue. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich hier oben ungestört bin, aber da habe ich mich wohl geirrt. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, dass ihr nicht durch meine Hütte rennen sollt? Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich mir einen Platz zum Schlafen gesucht habe. Schlaf nicht zwischen den Vorräten, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen von der Jagd kam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine, ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ja, ich würde halt auch nicht gerne... Ich würde halt gerne Zeug... Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Zeug mitnehmen und... Krass, wie viele Leute kommen denn hier noch? Wilson, wer ist das denn? Ah, Verstärkung. Du hast doch hoffentlich keinen Ärger im Schlepptau. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du gleich wieder Land gewinnen. Ich bin eigentlich nicht auf Ärger aus. Ich bin nicht auf Ärger aus. Das haben schon andere gesagt und dann musste ich ihnen doch eins mit dem Schmiedehammer überziehen. Also, bleib sauber, dann passiert dir nichts. Hoffentlich gehörst du nicht zu den Kerlen, die hier auf dicke Hose machen. Für die habe ich keine Verwendung. Ich brauche Kerle, die anpacken können. Der ist wohl der Chef, oder was? Berg vermisst etwas. Ja, seinen Verstand. Das ist mir auch aufgefallen. Der verkohlt sich glatt die Hand im Schmiedefeuer, ohne es zu merken. Aber egal, was er vermisst. Sein Zeug wirst du bei mir nicht finden. Das ist alles? Donnerwetter, das Gerippe kann ja sprechen. Ich halluziniere doch nicht etwa. Doch, tust du, Dicker. Ich hab mich wohl verhört. Hau bloß ab. Hallo, ich will aber weiterreden. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Aber ich hab da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so, weil ich sagte heißes Eisen. Pass auf, wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Verloben, leise. Verloben? Du?
Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen, dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Das ist Grace einen Besuch abstatten, das oder? Ist da auch der Typ, oder dem ich das geben muss. Wegen Grace. Wegen Grace. Das ist eine ganz schöne weite Reise, die du da verlangst. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu bringen. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her. Das ist die beste Nachricht des Tages. Bring diesen Ring zu Grace. Er ist das Schönste, was ich je geschmiedet habe. Ergreifend. Ach, nun geh schon. Es ist mir wirklich wichtig. Wir müssen also nochmal bei Antigua halten, wenn wir hier fertig sind auf der Insel. Wegen Grace. Das ist eine ganz schön weite Reise, die du da von mir verlangst. Cool raus. Das ist eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst. Da mir die Sache wirklich wichtig ist, würde ich auch dafür sorgen, dass du nicht leer ausgehst. Geht es etwas genauer? Ich rede von einem wirklich einzigartigen Schleifstein. Einem Diamantschleifer. Soll mir recht sein. Aber wehe, es lohnt sich nicht. Was machst du hier bei den Dämonenjägern? Na was wohl? Ich bin hier der Schmied. Und außerdem ist es meine verfluchte Pflicht, ihnen unter die Arme zu greifen. Ach, und warum? Lange Geschichte. Und lange Geschichten halten mich nur auf. Die Kurzfassung ist, ich bin es meinem Vater schuldig. Oh oh, war der Dämonenjäger oder was? Kennst du dich mit Waffen aus? Ob ich? Na hör mal, für wen hältst du mich? Du unterhältst dich gerade mit dem besten Waffenbauer weit und breit. Ich habe schon Pistolen und Schwerter gefertigt, da hast du noch in die Hose gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Das wäre eigentlich mal ganz geil, wenn wir schmieden könnten. Arbeitest du allein in der Schmiede? Nein, für gewöhnlich geht mir Alvito zur Hand. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, da schickt man ihn einmal los, Eisen zu beschaffen und weg ist er. Wehe, der treibt sich bei der Hure Yvette in Travis' Taverne rum. Für Weiberkram haben wir keine Zeit. Das sagt genau der Richtige. Ja, ja, mach dich nur lustig. Du stehst ja nicht den ganzen Tag allein vor dem Amboss. Lass mich raten, du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Lass mich raten, du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Und du siehst so aus, als würdest du mir diesen Gefallen tun, nicht wahr? Nein, aber deine Laune wird sicher noch mieser, wenn du weiterhin für zwei arbeiten musst. Ach was. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir? So langsam werde ich ungeduldig. Klar. Ich denke darüber nach. Vernünftige Einstellung. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Okay, ich werde ihn finden. Okay, ich werde Alvito für dich finden. Gut, aber Maulhelden können wir hier nicht gebrauchen. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du den Bengel findest, dann... Ach, egal, finde ihn einfach. Nächstes Quest. Irgendeine Idee, wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Irgendeine Idee, wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Ich kümmere mich ausschließlich ums Schmieden. Woher ich das Eisen kriege, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege es. Ich hab doch auch Eisen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwo eine stillgelegte Eisenmine gibt. Aber wie ich sagte, vielleicht ist er in der Taverne und macht die wettschöne Augen. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Mal schauen, was Schmieden... Oh mein Gott, 2000 Gold kostet Schmieden lernen. What the... Ach Jungs, das ist alles so teuer. Muskete lernen. Oh, toll, Schrotflinte, Pistole, kritische Treffer lernen. Oh, Jungs, Jungs. Nee, ey, das ist mir alles viel zu teuer. Gucken wir, was er so anzubieten hat. Zeig mir deine Ware, wenn du sie dir leisten kannst. Da fällt mir ein, wir müssten doch auch noch das eine oder andere zu verkaufen haben. Schattenwaffe zum Beispiel. Und der goldene Pokal, aber das war's auch schon. Streitkolben, 10 bis 40 Schaden, eine einfache, aber effektive Waffe. Stachelkeule, 20 bis 60 Schaden und eine Hiebwaffe. Ist die nicht sogar besser als unsere? Unsere macht 15 bis 50 und die macht, wie gesagt, 20 bis 60. Das wäre schon sehr nice. Die Dornen auf der schweren Eisenkugel können schwere Wunden verursachen. Kostet 617. Da hätten wir sogar noch die 1000 übrig, um zu lernen, wie man Hörner entfernt bei Tieren. Also werde ich auf jeden Fall kaufen. Langschwert, 25 bis 50. Ein klassisches Langschwert, gut ausbalanciert und bereit für den Kampf. Wurfdolch.
Schwerer Dolch, ein schwerer, aber gut ausbalancierte Zweitwaffe. Schaden 40, okay. Bolzen, Kugel, brauchen wir immer. Dietrich, ja, das war's schon. Er hat gar nicht so viel, aber das was er hat, macht Spaß. Hätten wir eigentlich auch direkt unsere Steinaxt verkaufen können, aber egal. Sehr geil. Stachelkeuler, 10 mehr Maximalschaden und 5 mehr Minimalschaden. Also das ist jetzt richtig, richtig geil. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und die sieht auch viel, viel geiler aus, verdammt nochmal. Guckt euch dieses monströse Ding an und die Steinaxt entgegen. Na gut, ist halt eine lächerliche Steinaxt. Ist sowieso krass, dass sie so viel Schaden macht, aber okay, ist halt sehr, wie sagt man, sehr barbarisch einfach. Aber diese Keule sieht aber mal mega nice aus. Da haben sie sich echt Mühe gegeben bei der Waffen, Waffenmodellierung. Kann man nichts sagen. Gut, dann würde ich sagen, da wir hier drin eh nichts klauen können, gehen wir hier mal durch. Raus hier! Wie, ich darf nicht mal hier durchgehen? Hörst du schlecht? Raus! Okay. So, soll ich angreifen? Lernst du mich kennen? Ich gehe raus, ich gehe raus. Will ich nicht wiedersehen. Okay, okay, kein Stress, Jungs, kein Stress. Dann machen wir das eben nicht und klauen hier nicht. So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, wird man euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö.